Ja, herzlich willkommen, Freunde der Beziehung, Betrieb und Unterhaltung. Heute bin ich auf der 96er SMCR unterwegs, auf der 9 diesmal. Hab noch ein bisschen was gemacht. Ich habe noch ein schwarzes Heck besorgt. Das gibt es seit kurzem. Weil wenn ich da mal mit Hecktaschen unterwegs bin, dann verkratzt zumindest nur das schwarze Heck und nicht das schöne weiße. Ich finde, die schaut eigentlich ganz nett aus. Ne? LED-Licht ist auch drin, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ja, und ich denke mal, Heizgriffe kommen noch. Cool, right? Heizgriffe. Ja. Und im letzten Video habe ich ja gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Favoriten habe, ob die Euro 3 oder die Euro 4 mir besser gefällt. Aber ich bin ja gestern eine ganze Weile die Euro 3 gefahren, 250 Kilometer. Und ich muss sagen, ja, ich glaube, ich hab doch einen Favoriten. Ich glaube, es ist die Euro 4. Warum das so ist, das erzähle ich euch dann gleich. So, ich fahre heute meine Strecke, die kenne ich noch nicht. Oder ich bin die einfach schon seit 10 Jahren nicht mehr gefahren. Mal gucken. Ich finde es ja witzig, wie die Wahrnehmung sich so verändern kann. Ne? Ich bin ja die 96er Probe gefahren Ende letzten Jahres. Das muss, ja, grüß Gott, das muss vor November gewesen sein. Weil im November habe ich ja die hier gekauft. Und ich weiß noch, ich bin die Probe gefahren, direkt nachdem ich mit meiner hingefahren bin. Und dann bin ich da hingefahren, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann dachte ich mir, oh, die Euro 4, die ist ja so langweilig, die schüttelt ja nichts. Und es stimmt ja auch. Die Maschine hat ja im Vergleich zur Euro 3 eine zusätzliche Ausgleichswelle im Zylinderkopf, ganz andere Ventilsteuerung, also keine anfälligen Kipphebel mehr. Die hat Ride-by-Wire. Mapping natürlich auch ein bisschen anders. Die hat echte 96 Kubik, meine alte, die hat ja 654. Die hat den Quickshifter, die hat Traktionskontrolle, die hat ABS, die hat Kurven-ABS. Und ich finde, diese ganzen Sachen und vor allem der Motor, der macht das alles irgendwie entspannter zu fahren. Das ist alles ein bisschen smoother, ein bisschen geschliffener, das ist angenehmer. Also ich bin weniger, also wenn ich jetzt von meiner alten absteige, war da schon das Ratsschild? Nee. Also wenn ich von meiner alten absteige, von der Euro 3, dann bin ich da etwas mehr geschunden als von der hier. Also die ist entspannter. Und du merkst auch die 10 PS oder dieses längere nutzbare Drehzahlband. Das habe ich im letzten Video auch schon mal angeschnitten. Das merkst du. Also auch im sechsten Gang, fünfter, sechster Gang, da zieht die noch mal besser raus. Dann hat die auch noch einen höheren Reifenluftdruck. Warum weiß ich jetzt auch nicht, weil die wiegt nur 10 Kilo mehr oder 8, glaube ich, ungefähr. Vorne 2,3 Bar, hinten 2,5 Bar. Und die alte 2,0, 2,0, ich verstehe das gar nicht, warum. Und natürlich ein anderes Fahrwerk. Ne? Also ich habe es schon häufig gehört von Leuten, die das wahrscheinlich besser beurteilen können als ich, dass das neue Fahrwerk halt echt richtig gut ist. Ja, also es ist besser geeignet für die Straße als die alte mit den 270 mm Federweg. Das ist schon eine Menge. Und das mit der Traktionskontrolle ist einfach geil. Du kannst da völlig hirnlos Vollgas aus der Kurve raus, weil du weißt ja, es passiert nichts. Also es ist eher so ein kopffrei Moped im Vergleich zu Euro 3. Was mich allerdings dann bei der ein bisschen stört, die hat natürlich mehr Sachen. Das merkst du auch, wenn du mal was dran machen willst. Bei meinem Bruder war es so, da hat sich ein kleines bisschen Kabel aufgescheuert im Bereich der Batterie des Heckrahmens. Und da ist er halt, ohne das zu demontieren, nicht richtig hingekommen. Und dann war er mal zu Besuch. Dann habe ich die Airbox ausbauen müssen. Und da sind ja 1000 verschiedene Kabel. Also bei der Euro 3, das ist ja sehr übersichtlich. Und hier, da hast du noch den EWAP-Kanister und 1000 Schläuche. Also es ist schon ein bisschen komplizierter. Und ich bin mal gespannt auf den ersten Bremsflüssigkeitswechsel, wie es dann mit dem Entlüften funktioniert, trotz ABS. Also viele sagen, das ist eigentlich kein Unterschied, solange das Ding nicht komplett leer läuft. Aber wir schauen mal, das wird sich alles so zeigen in der nächsten Zeit. Ja, also
doch insgesamt das etwas ausgeglichenere Moped, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe auch festgestellt, ich kann auch angenehm stehen. Also da brauche ich jetzt keine Lenkererhöhung. Bisher habe ich jetzt auch keine Schmerzen im Nacken gehabt. Ich habe aber meine alte Lenkererhöhung drauf. Weil dann ist es für mich einfach ergonomisch besser. Ja, also leichte Tendenz dazu, dass meine Euro 3 vielleicht dann doch mal den Besitzer wechseln könnte. Aber ich will schon noch die 100.000 drauf fahren, das will ich schon noch schaffen. Das ist schon das ist schon so eine kleine Errungenschaft, die ich noch machen möchte. Und dann kommt vielleicht der Motor mal zum Pirat. Wobei, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, wenn sie 100.000 drauf hat, dann gebe ich es wieder Micha. Aber der hatte neulich eine da mit 124.000 Kilometer. Und da war eigentlich fast alles noch völlig top in Ordnung. Da musste man fast gar nichts tauschen. Die Getriebeausgangswelle, die wurde natürlich, also die wird getauscht, weil die fehleranfällig sind und weil die abgenudelt war im Bereich vom Ritzel. Aber viel war da nicht. Viel war da gar nicht los. Ja, und ich bin ja auch ziemlich verschont geblieben von Schäden bisher an meiner Euro 3. Ich hatte ja bisher nur zweimal Kipphebel neu, einmal Nockenwelle neu. Und seit dem letzten Tausch, bei 70.000 habe ich ja die Nockenwelle getauscht und die Kipphebel. Und da habe ich jetzt nochmal 24.000 draufgefahren und da war jetzt nichts mehr. Also bisher läuft alles hier. Touchwood. Ist eigentlich auch eine schöne Strecke da drüben. Kenne ich mich doch noch halbwegs hier aus. Auf der fränkischen Platte hier oben, wo es nichts gibt außer Kartoffeln. Es gibt hier einige Leute, die kennen sich anscheinend sehr gut mit Kartoffelanbau aus. Aber ich will jetzt nicht sagen, hier oben wohnen nur Bauern, das stimmt nicht. Ja, ich muss mal eine etwas längere Tour noch mit dir hier fahren, um meinen Eindruck nochmal zu bestätigen. Ich hatte sie ja schon mal. Ich hatte sie ja bei der Alpentour schon. 2019 hatte ich sie mal für 2 Wochen. Und ja, hat viel Spaß gemacht. Ich meine, die hat einen Originalauspuff, da hat man nicht so viel Musik dabei gehabt beim Fahren. Aber ich fuhr sie schön. Heute ist mal ein etwas schönerer Tag. Gestern war es jetzt ziemlich frisch in der Rhön. Nee, Sonntag? Vor 2 Tagen. Habe ich gestern gesagt? Oh Mann, jetzt habe ich voll den Käse erzählt. Vor 2 Tagen bin ich die Euro 3 gefahren. Aber die Erinnerung ist noch ziemlich frisch. Ach, kein Happy Face. Kein Happy Face. Was macht er jetzt? Schickt mich erstmal mitten ins Dorf. Ja, super. Nee, das können wir mal auslassen. Danke, Garmin. Mal wieder super navigiert hier. So, hier soll ich jetzt links fahren. Eigenartig. Ja, also was da wieder los ist hier, das muss mal einer verstehen. Kann man den Punkt jetzt überspringen im Navi? Geht das? Hallo? Geht das? Warum schickt er mich überhaupt hier und nicht auf einer Hauptstraße? Oh, so eine schöne Betonstraße. Wunderbar. Guter Fahrwerkstest. Ah, jetzt hat er es gecheckt. Überspringen? Ja, bitte. Danke. Juhu. Oh, ich war ja noch im Ort. Hier gibt's Kartoffeln, wie ich gesagt habe. Lecker Kartoffeln da! Unsere Mädels, die sind ja total kartoffelverrückt. Richtig deutsch. Wenn ich Kartoffelsalat mache, dann drehen die durch. Aber guck's dir an. Schöne Aussicht heute. Sehr schön. Was haben wir da vorne? Eine Dohle? Nee, Rabe. Das ist ja eigentlich mal ein schönes, wie schöne Fotostelle, oder? Ja doch, machen wir hier mal ein Foto. Ein Thumbnail. Ich sehe schon genau, ganz viele Leute werden es wieder kommentieren. Oh nein, du hast noch den originalen Kennzeichner, Alter, so hässlich. Egal, mir egal. Hauptsache, man wird nicht nass beim Fahren.
Ankunft 10.55 Uhr, wenn wir ungefähr gleich ankommen. Meine Frau, die ist nämlich im Auto gefahren, aber eine andere Strecke. Ja, die fährt dann heute Nachmittag wieder zurück, weil das ist ja unser, wir teilen uns Moped. Die hat ihre Motorradklamotten im Auto. Auf der Rückfahrt nehme ich dann das Auto und ziehe das Moped. Das ist eigentlich echt eine schöne Sache. Da kommt man ziemlich viel zum Fahren. War eine gute Idee von ihr. Heute früh hat mich meine Älteste gefragt, wie alt es sein muss, damit sie Motorrad fahren darf. Sie meint, mit 15 kannst du Mofa-Schein machen. Mit 16 darfst du 125er fahren. Da darfst du die Grom fahren. Oh, das ist ja noch so lang. Aber es gibt hier Trial-Clubs in der Nähe, wo man ab 6 Jahren dann zum Training darf. Da werden wir dann auf jeden Fall mal hingehen. Ich glaube, das wird ihr gefallen. Ja, jetzt schweife ich voll ab. Naja, egal. Ich finde es ja witzig, dass ich dann tatsächlich doch wieder in der Heimat gelandet bin. Ne? Mit diverse Umzüge gehabt, auch ins Ausland. Ne? Erstmal München, dann England, dann wieder München, dann wieder hierher zurück. Naja, ich musste halt bis nach England, bis ich meine Herzdame gefunden habe. Hier merkst du es jetzt ganz deutlich mit dem Kopfsteinpflaster und dem Gas. Sehr entspannt. Mit der Euro 3 wäre das ja ziemlich jetzt gezappelt. Also auch wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann kann ich das Gas nicht so entspannt halten. Da hast du mehr Lastwechselreaktionen drin, also ganz, ganz leichte Lastwechselreaktionen. Daran werde ich mich, glaube ich, noch nicht gewöhnen, an den Quickshifter beim Hochschalten. Bei der Euro 3 mache ich es ja immer so, dann gebe ich ein bisschen Druck auf den Ganghebel und dann kurz Gas weg, zack, dann flutscht der rein und da kann man richtig schön weich ohne Kupplung hochschalten, das macht Spaß. Das wird mir, glaube ich, ein bisschen fehlen, wenn ich sie nicht mehr hätte. Also ich habe mich schon schlau gemacht, wie man den Quickshifter deaktivieren kann, aber das ist alles ein bisschen käsig. Also man kann den rauskodieren, aber dann musst du wieder zum Händler und keine Ahnung, was das kostet, wahrscheinlich wieder 50 Euro oder noch mehr. Ihr den Halsabschneider da. Man könnte den Schaltwellensensor oder den Gangsensor rausziehen, aber dann gibt es hier nur Fehlermeldung. Oder man könnte den Kupplungsschalter überbrücken, aber dann startet sie halt auch bei eingelegtem Gang. Das will ich nicht. Das habe ich einmal aus Versehen gemacht an der GS500 in Wertheim an der Jugendherberge 2008 oder 2009. Da habe ich nämlich ausnahmsweise mal mit eingelegtem Gang geparkt, weil es am Hang war. Und ich habe es vergessen am nächsten Tag, wollte mal losfahren zur Tour und ich habe angemacht. Und das Ding macht einen Satz und es war halt auch direkt an so einem kleinen Hang runter. Wäre es mir fast runtergehüpft. Ja, ich gedacht, ey, scheiße. Nie wieder machst du das. Naja, egal. Genug geredet. Ich bin nur noch am Schwafeln. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.